Hallo Leute, hier ist der Full Life Games und die Reise beginnt. DPL Season 2 steht an. Ja, und tja, wie ihr im Bild schon seht, mein Team wird lauten wie Victini. Ja, ich hatte schon damals im Finale gesagt, dass Keldeo nicht mehr mein Signature bleiben wird. Das hat verschiedene Gründe. Ich habe mit Keldeo eigentlich fast alles gemacht, was ich mit ihm hätte machen können. So natürlich ein Sash Endeavor Set wäre natürlich machbar gewesen, irgendwas mit Selecberry. Aber ich habe vieles eigentlich aus dem rausgeholt und ich finde, da ist nicht mehr viel Spielraum übrig. Weswegen ich mein Signature geändert habe und, na, viele Leute kennen ja vermutlich mein Profilbild. Und das bildet ein ganz besonderes Pokémon da und dieses Pokémon ist Victini. Ich möchte Victini eigentlich auch gerne spielen, weil es halt mir viele Möglichkeiten bietet, es zu spielen. Ich kann es speziell spielen, ich kann es physisch spielen, ich kann es Mixed spielen, ich kann es Scarf spielen, ich kann es Bandit spielen, ich kann was auch immer drauf spielen, ich kann so ein Trick Room V-Generator Set spielen. Also es wird ziemlich lustig und ich freue mich auf jeden Fall, das Pokémon zu benutzen. Als Mega-Pokémon habe ich Mega-Ampharos, das hat auch mehrere Gründe. Erstmal war ich mit der Mega-Pokémon-Entscheidung ziemlich spät, sonst hätte ich vermutlich irgendwas wie Mega-Altaria genommen. Aber ich habe halt ein bisschen was gebraucht und da waren halt nicht mehr viele übrig. Deswegen habe ich mich aber für Mega-Ampharos entschieden. Auch, weil es ein Yu-Yu-Pokémon ist und ich damit ein Oyu-Pokémon, also ein Oyu-Slot immer frei habe. Das ist nämlich etwas problematisch, wenn man direkt schon zwei Oyu-Slots, geblockt hat, wenn man sich das Signature und das Mega-Pokémon hat. Da hat man nämlich nur noch zwei übrig und das ist immer etwas nervig. Deswegen war Mega-Ampharos auch eine gute Wahl, weil das hilft mir schon mal mit der Wasserschwäche von Victini und kann auch in Abschläge ziemlich gut reinkommen. Und generell tankt es halt auch eine Menge und es hat super Haare. Und Mega-Ampharos ist ein tolles Pokémon, das kann man auch relativ variabel spielen. Ich meine, es ist jetzt nicht so wie ein Victini, aber ich kann es halt, ja, sagen wir mal so, das meiste wird Rest Talk vermutlich sein. Rest Talk mit irgendwie zwei Attacken. Aber ich kann zum Beispiel mit Agilität spielen. Ich kann sogar ein Mackendrive-Set rausholen. Ich kann vielleicht mal die Attacke spielen, die mir plus 3 Defensive bringt. Also es ist auf jeden Fall einiges offen damit und es sollte eigentlich einen relativ guten Job machen. Besonders wenn man sich die gegnerischen Teams mal ansieht. Aber ja, dazu kommen wir dann, denke ich mal, während der Spieltage. Was ich mal generell ansprechen möchte zu meiner Mentalität, diese DPL. Ich habe die letzte DPL ja gewonnen und ich wollte in der letzten DPL auch immer Platz 1 werden. Das hat mich auch getrieben und es war auch sehr stressig, weil ich war ja auch fast immer auf Platz 1, musste den auch dementsprechend verteidigen. Und das war wirklich sehr stressig, weil das war, ja, man hatte auch ein bisschen Angst, weil man wollte natürlich nicht droppen und dann wäre das ein bisschen peinlich, weil man wollte ja Platz 1 werden und ja, ich werde es diese Season etwas ruhiger angehen lassen. Ich werde mir dann nicht so viel Stress machen wie diese Season, weil ich habe jetzt auch nicht mehr den Druck, unbedingt Platz 1 zu werden. Und von mir aus kann noch wer anders Platz 1 werden, aber ich möchte es den Leuten dann, wenn, überhaupt nicht so einfach machen. Weil ich werde definitiv meine Teams immer noch fast so gut bauen oder genauso, nicht fast so gut, genauso gut bauen wie in Season 1 und ja, das sollte dann doch ziemlich lustig werden. Also, ich bin trotzdem nicht zu unterschätzen, auch wenn ich das etwas weniger ernster angehen werde. Also werde ich vermutlich auch ein bisschen mehr Augenmerk auf Fun-Sets legen. Aber da müssen wir mal sehen, wie sich das während der Season entwickelt. Aber, ja, einfach mal sehen. Übrigens, bei Fun-Sets meine ich Sets, die natürlich effektiv sind. Nicht irgendwelche blödsinnigen Sets, das wäre natürlich doof. Aber, ja, mal gucken. Dann habe ich als nächstes Pokémon mein Boreos dabei, jetzt mein Boreos, in der Tiergeistform und es ist halt ziemlich gut. Es kann halt speziell jetzt mit der Offensive es ziemlich gut tanken, es hat generell einen ziemlich guten offensiven Movepool und kann vieles ziemlich gut, anhitten. Es kann mal Mix spielen, man kann speziell spielen und es hat die Kehrtwende und ist halt mit der Belebekraft auch ziemlich gut, kann immer wieder reinkommen und, ist einfach ein super gutes Pokémon, deswegen wollte ich das definitiv in meinem Team haben. Und es ist auch da und es sollte auch immer einen ziemlich guten Job machen. Es ist auch super schnell und ich liebe Boreos. Ihr merkt es, glaube ich, schon. Man könnte sagen, ich habe es quasi Ninfa abgezweigt, weil er hat nicht mehr Boreos. Und ja, deswegen werde ich es, denke ich, mal am ersten Spieltag auch ein bisschen einmal Hannes nennen, falls ich es denn benutze. Wenn nicht, dann denke ich mal am zweiten Spieltag oder irgendwann, falls ich es dann mal benutze. Aber ich werde es auf jeden Fall direkt erstmal Hannes nennen, einfach wegen Ninfa. Da kommen wir zum nächsten Pokémon, mein Hutsasa. Ja, ich hatte auch Hutsasa in der ersten Season und es hat immer einen guten Job gemacht.
Und ich muss sagen, es hat hier einfach gut reingepasst, fand ich. Ich meine, ja gut, es bringt mir jetzt eine weitere Eisschwäche ins Team, aber damit muss ich eben leben. Es bringt mir halt eben eine weitere Kampfresistenz, es bringt mir eine Wasserresistenz, die gut für Victini ist. Und es kann halt so Pokémon wie Kappels oder so weiter wallen, was halt auch relativ cool ist. Ja, und das ist halt immer relativ solide. Ist auch noch ein Pokémon mit Belebekraft, da kann ich dann auch immer einfach rauswechseln. Dann habe ich wieder meine 30% und kann dann wieder in Pokémon reinkommen, was halt immer wieder klasse ist. Ja, das nächste Pokémon ist Morlord. Und Morlord ist, denke ich mal, eine sehr interessante Wahl. Denn ich wollte halt etwas gegen Boosting Sweepers haben oder generell gegen physische Angreifer. Da muss ich natürlich immer aufpassen, ob die eine Kraftreserve ja, Pflanze drauf haben. Außer ich habe natürlich die Beere dagegen. Aber ja, es stoppt halt fast alle Setup-Sweeper. Und deswegen war es mir relativ wichtig, denn ich habe in diesem Team kein Pixie, womit ich die stoppen kann. Deswegen ist Morlord auf jeden Fall der Kandidat, den ich dafür benutzen kann. Und falls ich dann irgendwie mal vielleicht doch irgendwie eine Hydro-Pumpe abfangen muss, kann ich dann doch den Wasserabsorber darauf spielen. Und dann sollte das auch relativ gut funktionieren. Auf jeden Fall freue ich mich, das Ding ja, dabei zu haben. Und es sollte auch eigentlich einen relativ guten Job machen. Dann kommt Kobalion. Ja, was vielleicht etwas problematisch in diesem Team ist, aber auch nicht so schlimm, weil ich habe ja noch ein paar Slots offen, die ich mir dazu kaufen kann. Es ist mein einziger Tarnsteinleger. Und ja, das ist natürlich etwas doof, aber es ist auf jeden Fall relativ schnell. Es hat genügend Bulk, um physische Hits abzufangen. Besonders war das Pokémon wichtig gegen die Unlichttypen, wie zum Beispiel Cinnabon oder sowas, damit es auf jeden Fall einen Abschlag abfangen kann, was wichtig für Victini ist. Oder halt Hits von einem Cezorio abfangen kann, damit Victini jetzt nicht, da nicht so eine große Angst haben muss, außer natürlich von der Verfolgung. Da kann Victini aber natürlich dann mit einem V-Generator entgegnen. Also, ja, da muss der Gegner immer aufpassen. Aber Kobalion ist auf jeden Fall da, um die Unlichtattacken abzufangen. Und generell ist es ein Stahl-Pokémon. Das heißt, es hat natürlich die vielen Resistenzen, die natürlich super sind. Ja, es hat dann die Tarnsteine. Und ich kann es auch, denke ich mal, mit Gedankengut spielen, Schwertanz, was auch immer. Voltwechsel wird, denke ich mal, auch vielleicht etwas öfter dabei sein, damit ich Momentum bekomme. Aber es wird ziemlich lustig. Vielleicht mache ich irgendwie mal ein Ballonset mit Magnetrise oder sowas. Das werden wir mal sehen. Es wird auf jeden Fall ziemlich gutes Pokémon. Besonders wenn es halt viel outspeedet. Da kommen wir zu Capoeira, denn ich brauchte auf jeden Fall einen Spinner. Und Capoeira ist halt ziemlich gut, da ich das Set ein bisschen anpassen kann. Und es hat halt viele Prioritäts-Moves, ich habe also, ich meine, 4 Mogelhieb, Tempohieb, Tiefschlag und Patronhieb. Und da kann ich immer den mitnehmen, der mir gerade passt. Und ich habe auf jeden Fall den Turbodreher, falls nämlich die Rocks rauskommen. Die sind etwas doof für Victini und Boreas, obwohl Boreas kriegt eigentlich 5%, wenn es rausgeht mit Tarnstein. Aber ja, für Victini ist es doof, sonst ist mein Team wirklich nicht so, ja, Togetic, aber es hat ja Recovery. Aber ja, ist trotzdem schön zu haben und es ist auch quasi mein Cure und Black Counter, sagen wir mal so, weil wenn ich ein Offensivester drauf packe, dann ja, kann er mir nicht so viel Schaden machen, wo ich glaube, Outrage sollte trotzdem vielleicht reichen. Das müsste ich mal nachrechnen, aber theoretischer Cure und Black Counter, das ist, mit der Priorität sollte es ja ziemlich gut ja, das ganze Leben. Und ja, ich muss mal sehen. Auf jeden Fall wird das ziemlich lustig, Capoeira auch mal zu benutzen. Vielleicht spiele ich auch mal Technitop, das heißt mit der Fähigkeit Techniker und dann mit den ganzen Prioritätsmoves, welche Gegnern auf die Nerven gehen. Aber ja, auf jeden Fall lässt sich da bestimmt irgendwas Lustiges mit experimentieren. Gut, dann kommen wir zum letzten Pokémon, mein Togetic. Ich wollte auf jeden Fall eine Feen im Team haben. Einfach, keine Ahnung, es hat halt super zur Synergy gepassten Feentypen dabei zu haben. Und da war natürlich die Überlegung, was nehme ich jetzt mit? Ich hätte Aromatis mitbringen können, mit Gedankengut, aber ich fand das dann doch irgendwie nicht so gut, weil ich wollte dann irgendwie doch noch auflockern haben, damit ich nicht immer Capoeira mitnehmen muss, falls es irgendwie, ja, falls es irgendwie nötig ist. Und ja, ich habe mich für Togetic entschieden, denn es hat auch einen Ränkeschmied. Und da habe ich mir gedacht, ja, falls ich jetzt gegen irgendeinem, ja, Gedankengut-Pokémon gegenüberstehe, kann ich mich damit mit Ränkeschmied gegenboosten und dann so dafür sorgen, dass, ja, ich dagegen gewinne. Was halt auch ziemlich cool ist, es hat halt coole Moves wie Feuersturm oder, ja, es hat leider nicht den Luftschnitt, aber halt den Gleam oder, ja, zur Not die Triplette, falls ich ein bisschen, ja, Hexen Anführungszeichen möchte, aber es hat ja auch die Fähigkeit von Togekiss, das heißt, ich kriege da auf jeden Fall eine höhere Chance, irgendwie einen Status zu bekommen und das ist auf jeden Fall ziemlich cool und deswegen wollte ich es einfach mal probieren und deswegen ist es auch dabei. Was man vielleicht meinen könnte, ist, dass mein Team jetzt relativ eine relativ Eisschwäche hat. Also ich habe 4 Pokémon, also je nachdem, ob ich Ampharos gemegert habe,
Oder nicht, die jetzt eine Eisschwäche haben, aber ich finde halt mit Kobalion und Victini habe ich halt zwei Puppen und die Eisattacken ziemlich gut wegstecken können. Zur Not halt eben noch Assault Vest, Capoeira und kann mit eigentlich fast jedem, ja, Eistypen zurechtkommen. Also sehe ich das jetzt nicht so als ein Problem an und ich sollte das eigentlich relativ gut handeln können. Ja gut, dann kommen wir zum letzten Ding. Mein Trainer ist der Juan, beziehungsweise das ist ja dann der Arena-Leiter. Ja, habe ich mich entschieden, weil er halt super stylisch ist. Normalerweise sollte er sich auf dem Bild auch verbeugen, aber das hat der Beamon nicht hinbekommen. Nee, ist auch verständlich, denn dazu gibt es keine Originalgrafik, wie er sich verbeugt. Dazu gibt es dann so eine kleine GIF aus den Teilen. Ich glaube, das ist aus Smaragd, wo er sich verbeugt. Ich weiß es aber auch nicht. Auf jeden Fall, das sah ziemlich cool aus. Das habe ich auch mal auf Sean als Sprite gehabt und deswegen habe ich ihn als Trainer für mich genommen, weil er halt ziemlich cool ist. Und ja, das wäre dann meine Teamvorstellung. Wie wir Victini, hoffen wir mal, dass wir uns gut schlagen werden, wie in Season 1 und eine gute Konkurrenz sind. Ja, was ich noch sagen möchte zu Season 1. Ich freue mich auf jeden Fall auf die neuen Teilnehmer, besonders auf zwei, die ich vielleicht etwas, na, eher weniger dazu gebracht habe, teilzunehmen. Oh, doch, Sensory denke ich mal schon. der wäre, denke ich mal, rausgegangen, wäre ich nicht hier dabei. Und ja, ich freue mich auf Captain Cringe, denn ich habe dem bei dem Audio-Turnier, was die da gehalten hatten, um zu entscheiden, wer bei Liga 1 und Liga 2 ist, vielleicht ein paar Teams zu kommen lassen. Also mal sehen, wie die beiden sich schlagen werden. Ich denke mal, das werden auf jeden Fall gute Gegner werden und ich freue mich auf jeden Fall, gegen die beiden zu kämpfen. Einer meiner Ziele ist auf jeden Fall, vor Sensory zu sein oder Sensory zumindest zu besiegen. Also werden wir mal sehen, wie das laufen wird. Und ja, da würde ich mal sagen, freuen wir uns auf Season 1. Oh Gott, ja. Wie vergesse ich das denn? Ja, wir freuen uns auf Season 1, aber um nochmal kurz anzugehen, wie denn das überhaupt sein wird, wann wird denn überhaupt was hochgeladen? Ja, normalerweise wird samstags immer ein Video hochgeladen, das wird ab dem 3. Oktober erfolgen, samstags immer dann um irgendeine Uhrzeit, es kommt halt drauf an, wer gegen wen wann kämpft, aber ich werde einen Tag vorher ein Teambuilding-Video hochladen, das mache ich anders als Season 1, denn in Season 1 habe ich das Team immer nach dem Kampf vorgestellt. Das Problem ist, die Videos wurden dann halt verdammt lang und irgendwie, ja, das war halt irgendwie nicht so toll, besonders weil Leute halt dann bei der Verabschiedung halt irgendwie weggemacht haben und das ist irgendwie auch doof, das Team vorzustellen, wenn der Kampf schon gelaufen ist. Das heißt, das Teambuilding ist ja auch sowieso vor dem Kampf und dann kann ich das Video auch eigentlich auch vor dem Kampf dann auch schon hochladen. Deswegen wird am Freitag immer dann ein Teambuilding-Video hochgeladen werden, in dem ich halt kurz bespreche, was ich wieso gemacht habe, was ich wieso mitnehme, welchen Move ich da drauf habe, warum ich den EV-Split so gemacht habe und so weiter. Und ich denke mal, das wird dann sehr interessant zu sehen sein für Leute, die sich halt dafür interessieren. Und falls es jetzt Leute gibt, die sich nur für den Kampf interessieren, ja, dann müsst ihr die Videos auch nicht sehen. Das ist ja auch vollkommen okay. Dann könnt ihr den Kampf sehen und seid dann vollkommen davon befreit. Ich denke mal, das ist dann auch die beste Lösung. Die hat auch Vincent zum Beispiel in Season 1 gemacht. Und ich muss auch sagen, das ist halt eine ziemlich gute Lösung. Also probiere ich das dann mal aus. Gut, das wäre es denn jetzt aber. Okay, jetzt habe ich nichts vergessen. Und wir sehen uns dann in Season 2. Bis dann und ciao.